Entflammt für das Theater wurde ich am Weihnachtsnachmittag in unserem Dorfkrankenhaus. Ich war 8 Jahre alt und ging in die 2. Klasse. Und ich spielte im Krippenspiel die Maria. Meine Mutter hatte mir einen hellblauen Schleier genäht. Und die Hebamme drückte mir einen frisch geborenen Säugling in die Arme. Die Mutter stand hinter mir und passte auf, dass er nicht runterfiel. Und ich war furchtbar aufgeregt und kriegte Schluck auf und sang: Josef, lieber Josef mein, hilf mir, wie kann das Kinderlein? Und als ich fertig war, ging ich zur Tür und ein Patient lief hinter mir her und drückte mir 30 Franken in die Hand und sagte: Das ist nur für dich. Und ich ging zur Tür raus und sagte zu meiner Lehrerin: Das hat mir ein Mann gegeben. Und die Lehrerin sagte: Das ist aber lieb, gib mir das. Ich bewahre das für dich auf, damit es nicht verloren geht. Und ich habe das Geld nie mehr gesehen. Fröhliche Weihnachten.